Grüß Gott, Johannes Wilder, der Wanderer von Eichhorn. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 744. Eichhorn-Wanderung am Montag, dem 4. April 2022. Na, Sie sehen, ich bin nicht am Eichhorn, der ist schon in der Dunkelheit. Die letzten Minuten des Tages sitze ich vor dem großen Schachbild und stelle mich wieder zurück, um von Beethoven auf Webern und Stravinsky. Keine so große Umstellung. Das erstaunt mich auch selbst und ich freue mich auf morgen, weil da wird Stravinskys Geschichte vom Soldaten und Weberns 5 Stück Opus 10 noch mit ein bisschen Violinkonzert von Tschaikowski gewürzt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch noch einen schönen Abend, vielleicht mit ein bisschen vom einen oder vom anderen oder vom dritten. Und Beethoven bleibt ja in unserer Erinnerung bis zum nächsten Sonntag auf jeden Fall. Denn da lösen wir dann ein, was wir vorgestern Abend im Funkhaus erlebt haben.